Prima, vielen herzlichen Dank. Freue mich, dass das auf dem Weg klappt. Insofern für mich auch eine gute Erfahrung, als dass ich Ihnen allen jetzt aus dem Nahen Osten zugeschaltet bin und das natürlich auch per diesen Format nochmal ganz neue Möglichkeiten eröffnet, sich eben auch an den Debatten weiterhin zu beteiligen. Ein kleiner Disclaimer direkt vorneweg von mir. Alles, was ich hier sage, alle Fragen, die ich stelle, etc., das ist natürlich rein, das bin ich als Privatperson, das ist nicht die Meinung des Auswärtigen Amtes oder ähnliches, das gleich vorneweg gesagt. Ich möchte Ihnen erstmal kurz unsere beiden Diskutanten heute Abend vorstellen. Das ist zum einen Professor Dr. Edgar Grande. Er ist Politikwissenschaftler und Gründungsdirektor des Zentrums für Zivilgesellschaftsforschung am Wissenschaftszentrum in Berlin. Und von 2004 bis 2017 war er Professor für vergleichende Politikwissenschaft am Geschwister-Scholl-Institut in München. Herr Professor Grande hat eine Studie angefertigt, sehr aktuell zum Thema A Vote for Europe, the 2019 EP Elections from the Voters' Perspective, in der er untersucht hat, welchen Einfluss in ausgewählten Mitgliedstaaten oder ehemaligen Mitgliedstaaten das Spitzenkandidatenprinzip auf die Wahlentscheidungen der Bürgerinnen und Bürger hat und somit eben eines der Hauptargumente, was für dieses Modell herangeführt hat, hinterleuchtet hat. Dazu wird er uns gleich auch etwas sagen, einführend. Und wir haben bei uns Manuel Müller. Manuel Müller ist Historiker und Senior Researcher am Institut für Europäische Politik in Berlin. Ich sehe auch hinter dir, Manuel, ganz viele Schriftbände des Instituts für Europäische Politik. Er arbeitet insbesondere zu den Themen demokratische Legitimation der EU, europäische Öffentlichkeit und Parteien und betreibt auch einen Blog, der Europäische Föderalist, der sich eben auch mit der Frage der Spitzenkandidaten beschäftigt und beschäftigt hat. Wir werden jetzt zuerst in einer kleinen Einführung von Herrn Grande einige der Findings, sozusagen der Ergebnisse seiner Studie hören. Und dann werde ich Manuel Müller die Möglichkeit geben, darauf eine Replik direkt einmal zu kontern. Und dann steigen wir in die Diskussion ein. Sie sehen neben sich ein Chatfenster, das heißt öffentlicher Chat. Wenn es irgendwelche Fragen gibt, herzliches Willkommen quasi, die dort zu notieren. Und dann können wir die in die Diskussion einfließen lassen und dann eben auch das Ganze etwas interaktiv aufgreifen. Bevor wir aber jetzt inhaltlich starten, würde ich Lars Becker bitten, einmal eine kleine Umfrage zu starten. Und zwar haben wir zwei Folien vorbereitet. Das eine ist, um ein wenig zu wissen, wie denn der Kenntnisstand eigentlich aussieht. Lars, vielleicht kannst du das einmal online schalten, nämlich zu wissen, wer denn eigentlich etwas mit dem Prinzip der Spitzenkandidaten verbindet und das quasi inhaltlich einordnen kann. Genau, also diejenigen von Ihnen, die die Folie jetzt vergrößert haben, sehen das auch nochmal auf dem Bildschirm. Den anderen würde ich empfehlen, einfach, Sie können während der Veranstaltung die Folien sich jederzeit vergrößern oder verkleinern. Bei den Umfragen ist es hilfreich, wenn Sie die einmal aufklappen, dann sehen Sie es auch nochmal schriftlich. Und ja, dann beteiligen Sie sich gern. Und die zweite Frage kann ich ja schon einmal anmoderieren. Das ist eine Frage, die wir am Ende der Veranstaltung auch nochmal stellen werden, sozusagen als kleine Erfolgskontrolle, in welche Richtung wir denn hier diskutiert haben, nämlich für wie hilfreich Sie das Modell der Spitzenkandidaten halten. Das ist bewusst ganz offen gelassen, für welchen Aspekt Sie das hilfreich finden oder eben auch nicht, wo wir auf einer Skala von 1 bis 5 um Ihre Bewertung bitten würden. So, ich sehe jetzt hier, die Umfrageergebnisse wurden veröffentlicht. Kann es leider nicht sehen. Lars, vielleicht kannst du das sehen. 14 Personen haben mit Ja gestimmt, also 15 Teilnehmer von den 20, die anwesend sind, haben sich beteiligt. 14 Personen haben mit Ja gestimmt, dass sie mit den Grundprinzipien vertraut sind. Und eine Person hat gesagt, dass sie damit nicht vertraut ist. Und die zweite Umfrage können wir auch schon mal laufen lassen dann. Dann kann ich die Zeit ja nutzen, um kurz etwas zu erklären für eventuell die Personen, die nicht mit abgestimmt haben oder aber die
denjenigen oder diejenige, die damit nicht vertraut ist bislang. Also die Spitzenkandidaten sind aufgestellt worden von den europäischen politischen Parteien zur Europawahl und die Verbindung, die dabei eingegangen wird oder wurde, bei der letzten Wahl ist das nicht ganz so gelaufen im Nachhinein wie davor, war, dass eben die Spitzenkandidat hinterher Präsident oder Präsidentin der Europäischen Kommission werden würde. Und der Gedanke dabei ist eben quasi eine direktere Anbindung der Wählerinnen und Wähler an die Ergebnisse der Europawahl zu erreichen. Natürlich kommen auch demokratietheoretische Legitimationsaspekte hinzu. Aber das ist eben der Grundgedanke dieses Prinzips, das so nicht in den Verträgen drinsteht. Das kann man vielleicht auch nochmal an der Stelle ergänzen, sondern das quasi so aus den Reihen vor allen Dingen des Europäischen Parlaments und einiger europäischer politischer Parteien geboren ist, in a nutshell. So, Lars, die zweite Umfrage. Glaube ich auch. Bei der zweiten Umfrage haben sich ebenfalls 15 Personen beteiligt. 6 von den 15 oder 40% haben gesagt, das Spitzenkandidatenprinzip ist hilfreich. 4 Personen oder 27% haben gesagt, es ist eher hilfreich. Und 5 Personen oder 33%, also ein Drittel, hat gesagt, teils, teils. Okay. Gut. Das ist, glaube ich, ein eher optimistisches Bild, so verglichen mit dem Rest wahrscheinlich der Bevölkerung, aber das gibt uns schon mal einen guten Anhaltspunkt, um in die Diskussion einzusteigen. Und Herr Professor Grande, ich würde Ihnen an der Stelle einfach mal das Wort übergeben, dass Sie uns ein wenig Einblick in Ihre Studie und die Ergebnisse gewähren. Okay, wunderbar, vielen Dank. Also ich sehe schon, die Zahlen zeigen, dass ich einen schweren Stand habe, weil ich, so viel kann ich schon vorwegnehmen, in diesen verhaltenen Optimismus, mit meinen Daten meines Erachtens diesen verhaltenen Optimismus nicht stütze. Ich werde jetzt, das habe ich dem Herrn Becker aber auch schon gesagt, die PowerPoint-Präsentation, die Sie bekommen können, nicht in Gänze hier nutzen. So viel Zeit haben wir nicht. Ich will es ganz kurz machen. Erstens, was ist das Ausgangsproblem? Sie haben es angedeutet. Es ist seit langem bekannt, dass es eine gravierende Lücke gibt zwischen den europäischen Institutionen auf der einen Seite, den europäischen Bürgern auf der anderen Seite. Lücke zwischen den europäischen Institutionen und den Bürgern. Die Kommission hat das im Weißbuch 2001 sehr ausführlich und sehr überzeugend argumentiert. Und die Frage war seitdem, wie kann man diese Lücke schließen? Und eine der Möglichkeiten dazu lautet durch mehr politischen Wettbewerb, aber natürlich unter der Maßgabe, dass dieser Wettbewerb in der Europäischen Union mit einem ohne europäische Parteien stattfinden muss, derzeit zumindest, und dass er in Wahlen stattfinden muss, die gemeinhin als Second Order National Elections, also nachgeordnete nationale Wahlen, gelten. Und in diesem Zusammenhang wurde nun der Spitzenkandidatenprozess als eine demokratische Innovation präsentiert, als eine Möglichkeit, unter diesen Bedingungen politischen Wettbewerb zu intensivieren, um so die Lücke zwischen den europäischen Institutionen und den Bürgern zu schließen. Frage ist, weshalb sollten Spitzenkandidaten da in der Lage sein, das zu leisten? In der Regel werden drei Argumente präsentiert. Eines davon ist für mich entscheidend. Das erste Argument lautet, sie haben einen Mobilisierungseffekt. Durch die Spitzenkandidaten kann man die Wähler stärker mobilisieren. Das müsste sich ablesen lassen an der Entwicklung der Wahlbeteiligung. Der zweite Effekt, den man von Ihnen erwartet, ist, dass auf diese Art und Weise die politischen Parteien, die im Wettbewerb stehen, ein Gesicht bekommen und es leichter möglich wird, eine effektive Verbindung zwischen Wählern und Parteien herzustellen.
Und das begünstigt drittens dann und das stärkt drittens dann die Verbindung zwischen den Bürgern auf der einen Seite, den europäischen Institutionen auf der anderen Seite. Das war der Punkt, den Sie eingangs erwähnt haben. Zentral in diesem Zusammenhang ist aber natürlich, dass es den Parteien mit Hilfe der Spitzenkandidaten tatsächlich gelingt, diese Verbindung zu den Wählern auch herzustellen. Und genau das haben wir uns in einer Umfrage, zur letzten Europawahl für 5 westeuropäische Länder untersucht. Wir haben eine repräsentative Nachwahlumfrage in 5 Ländern in Auftrag gegeben, in Deutschland, in Frankreich, in Großbritannien, in Schweden und in Österreich. Diese 5 Länder sind nicht für die Gesamtheit der Europäischen Union repräsentativ. Aber mein Punkt ist, wenn es die Spitzenkandidaten in diesen 5 Ländern nicht schaffen, dann schaffen sie es nirgendwo. Das ist die Annahme. Und wir haben in diesem Zusammenhang in den Mittelpunkt gestellt eine einfache Frage. Nämlich die Frage, ob die Wähler die Spitzenkandidaten der Parteigruppierung, der europäischen Parteigruppierung, die sie nominiert hat, auch richtig zuordnen können. Für nationale Wahlen wäre das äquivalent, können die Wähler in einem Bundestagswahlkampf Angela Merkel richtig der CDU zuordnen. Und die analoge Frage haben wir für die Spitzenkandidaten, für die 6 Spitzenkandidaten der europäischen Parteigruppierungen in diesen 5 Ländern gestellt. Und das Ergebnis kann ich Ihnen jetzt kurz an einer Tabelle zeigen. Und das ist die, Herr Becker, die Sie jetzt zeigen könnten. Also, die Pointe aus meiner Sicht lautet, dass die Spitzenkandidaten insgesamt in dieser Hinsicht sehr schwach abschneiden. Die richtigen Zuordnungen bewegen sich im einstelligen oder ganz niedrigen zweistelligen Bereich. Jetzt will ich gar nicht auf die ohnehin unbekannten Spitzenkandidaten der kleineren Parteien eingehen. Ich glaube, man kann es recht gut festmachen an Manfred Weber. Das ist der, den wir vermutlich auch am besten kennen, der Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei in Deutschland, der CDU und der CSU, der im Durchschnitt in diesen 5 Ländern, in denen wir die Befragung durchgeführt haben, von 15% der Wähler richtig zugeordnet werden könnte. Jetzt gibt es, das sehen Sie an dieser Tabelle auch, erhebliche Unterschiede zwischen den Ländern. Und es ist bekannt schon aus der Europawahl 2014, dass in den deutschsprachigen Ländern die Spitzenkandidaten besonders gut sichtbar waren. Und das sehen wir hier wieder. Jeder dritte deutsche Wähler konnte Manfred Weber der Europäischen Volkspartei richtig zuordnen. Kann man sich fragen, ist das viel, ist das wenig? In meiner Wahrnehmung ist das kein wirklich hoher Wert. Aber der Wert zu Deutschland ist gar nicht für mich das Entscheidende. Viel wichtiger ist der Blick in die anderen Länder. Wir haben nämlich, wenn man so will, eine untere Benchmark. Was passiert, wenn nichts passiert? Und die untere Benchmark ist Großbritannien. Das ist das Land, in dem die Spitzenkandidaten dieses Mal und beim letzten Mal keine Rolle gespielt haben, im Wahlkampf nicht aufgetaucht sind, von den Parteien überhaupt nicht als solche anerkannt worden sind. Sie sehen, in Großbritannien spielen die Spitzenkandidaten überhaupt keine Rolle. 2% der Wähler können sie richtig zuordnen. Manfred Weber, 2,5%. So, das ist unsere untere Benchmark. Und jetzt schauen wir uns daneben Frankreich an. Und Frankreich ist ein wichtiger Fall. Wenn die Spitzenkandidaten in Frankreich scheitern, dann haben sie eine sehr schwache Legitimation. Und in Frankreich kommt Manfred Weber auf nicht einmal 5%, die Spitzenkandidaten gerade 3%. Das heißt, das ist unwesentlich mehr als in Großbritannien.
Und jetzt nehmen wir als drittes Land Schweden. Und wir sehen, die Werte in Schweden sind auch nicht sehr viel unterschiedlich. Also in Frankreich und Schweden, zwei wichtige EU-Mitgliedstaaten, schneiden die Spitzenkandidaten insgesamt sehr schlecht ab. Das heißt, wir haben einstellige Werte. Jetzt kann man natürlich sagen, entscheidend sind nicht alle Wähler, entscheidend sind die Wähler, sind die eigenen Wähler, also die Unionswähler im Fall von Manfred Weber. Und wir haben natürlich dann auch untersucht, ob die Spitzenkandidaten bei den eigenen Wählern jetzt signifikant besser abschneiden. Und das frustrierende Ergebnis ist, dass das nicht der Fall ist. Die Werte sind höher, natürlich sind sie höher, aber sie sind nicht so viel höher, dass ich sagen würde, das ist ein qualitativer Unterschied. Bei Weber sind das gut 40%. Also nicht einmal die Hälfte der Unionswähler in Deutschland konnte Manfred Weber richtig der Europäischen Volkspartei zuordnen. Das bringt mich insgesamt zu der Schlussfolgerung, dass es den Spitzenkandidaten in diesem Europawahlkampf nicht gelungen ist, den Wahlen, ihren Parteien in den Wahlen ein Gesicht zu geben und dass es ihnen nicht gelungen ist, eine effektive Verbindung zwischen den Parteien und den Wählern herzustellen. Das ist für mich der entscheidende Punkt. Deswegen wäre meine Schlussfolgerung, die Spitzenkandidaten sind bereits im Wahlkampf gescheitert und nicht erst im Anschluss an die Wahl, weil die Staats- und Regierungschefs den erfolgreichsten, in Anführungszeichen, Spitzenkandidaten dann nicht zum Kommissionspräsidenten nominiert haben. Ich will das mal dabei, das heißt, wenn ich noch eine Minute habe, wir natürlich auch untersucht haben, ist, ob es denn Themen gibt, die für die Wähler von großer Bedeutung sind, ob also bestimmte Themen sichtbar herausstechen und vor allem auch, ob es in den von uns untersuchten Ländern jeweils die gleichen Themen sind. Oder ob nationale Profile, nationale Themenkonjunkturen in den jeweiligen Ländern so stark durchschlagen. Das ist deshalb wichtig, weil das Argument natürlich sein kann, wir müssen auf die Kandidaten setzen, weil die Europawahlkämpfe von nationalen Themen dominiert werden und dabei nationale Besonderheiten eine besonders große Rolle spielen. Deswegen sind Europawahlen für länderübergreifende Themenkampagnen besonders schlecht geeignet. Und unsere Daten zeigen meines Erachtens das Gegenteil. Sie zeigen, dass in diesen fünf Ländern, in diesem Europawahlkampf, zwei Themen ganz klar hervorragten und das in allen Ländern. Dazu gibt es eine Tabelle, die müssen wir jetzt nicht sehen. Das Entscheidende ist, es sind zwei Themen und das ist Klimawandel und das ist Einwanderung. Das ist diese Tabelle. Es sind zwei Themen und wir haben die jeweils zwei wichtigsten Themen abgefragt und die jeweils zwei wichtigsten Themen in diesem Schaubild fett markiert. Und Sie sehen, es sind in allen Ländern, eine Ausnahme, das zweite Thema in Großbritannien, sind in allen Ländern die gleichen Themen. Also die Schlussfolgerung ist, gibt ein Potenzial für themenorientierte politische Kampagnen in diesen, für länderübergreifende themenorientierte politische Kampagnen in Europawahl. So, danke. Danke, Professor Grande. Das gibt uns, glaube ich, erstmal einen guten Einstieg in die Diskussion. Links im Chat ist auch verlinkt eine Zusammenfassung der Studie. Wer sich da nochmal das Datenmaterial auch ausführlicher auch nach der Veranstaltung angucken möchte, kann das gerne tun. Manuel, das gibt dir jetzt die Gelegenheit, darauf zu erwidern. Teilst du diese Ergebnisse der Studie? Würdest du die bestätigen? Welche andere Sicht hast du darauf? Lass uns daran teilhaben. Ja. Also erstmal schön, hier dabei zu sein. Die Ergebnisse der Studie, also ich glaube, ich bin Wissenschaftler genug, um der NPLE nicht zu widersprechen.
Nein, diese Ergebnisse decken sich ja auch mit anderen Untersuchungen, die man gesehen hat, dass die Spitzenkandidaten tatsächlich nicht besonders sichtbar waren, nicht besonders bekannt waren und eben am Ende sind die Werte natürlich fatal. Ich bin tatsächlich auch beinahe die 30% für Manfred Weber in Deutschland noch bestürzender als die 7% in Schweden, weil eben tatsächlich hier ist einfach eine ziemlich breite Diskussion über die Spitzenkandidaten ja durchaus grundsätzlich gab und von den Parteien recht große Zustimmung zu der Grundidee des Spitzenkandidatenverfahrens. Anders als vielleicht in anderen Ländern oder in Frankreich insbesondere, wo eben die Skepsis da einfach allgemein höher war, sodass die Tatsache, dass einfach es recht, also trotz dieser Diskussion, trotz dieser grundsätzlich positiven Haltung der Parteien, sie so wenig bekannt waren, schon bedauerlich ist. Ich denke aber, dass das zu einem guten Teil tatsächlich dann auch darauf zurückzuführen ist, wie eben die öffentliche Debatte über die Spitzenkandidaten geführt wurde, und zwar sowohl 2014 als auch 2019, dass es nämlich immer im Wesentlichen darum ging, ob das Verfahren als solches eine gute Idee ist und noch stärker, ob das Verfahren als solches überhaupt plausibel ist, also ob am Ende eine von den Spitzenkandidaten Kommissionspräsident werden würde. Und dann dominierte eigentlich immer, obwohl es eine grundsätzlich positive Haltung der Parteien gab in Deutschland, dominierte selbst in Deutschland in den Medien eher die Skepsis. Da wurde 2014 grundsätzlich betont, dass die nationalen Regierungen von dem Verfahren nicht überzeugt sind. Und 2019 dann immer wieder auf Emmanuel Macron verwiesen, der es eben von vornherein abgelehnt hat. Es wurde viel darüber berichtet, dass die europäischen Liberalen das Verfahren 2019 nicht mehr unterstützt haben und dass deswegen insgesamt die Frage, ob das Spitzenkandidatenverfahren überhaupt eine Bedeutung haben würde, oder nicht eigentlich schon längst gestorben ist. Das war das, was die öffentliche Debatte im Vorlauf der Europawahl dominiert hat. Und ich denke, das ist natürlich ein sehr großes Hindernis gewesen, um dann zum nächsten Schritt zu kommen, zu dem man eigentlich kommen müsste, nämlich dass nicht über das Ob des Spitzenkandidatenverfahrens gesprochen wird, sondern über die Spitzenkandidaten selbst. Und da, denke ich, sind wir tatsächlich relativ wenig hingekommen. Da gibt es natürlich viele verschiedene Gründe. Da haben dann auch die Parteien das ihre dazu beigetragen, indem sie zum Beispiel die Spitzenkandidaten nicht plakatiert haben zum allergrößten Teil. Aber der wesentliche eben diese Zweifel, ob das Verfahren am Ende relevant sein würde. Und da ist jetzt meine optimistische Lesart, dass sich das in Zukunft ändern wird. Dass auf die Dauer, wenn das Verfahren tatsächlich weiterhin durchgeführt wird, wenn es auch in Zukunft Spitzenkandidaten geben wird und wenn das Europäische Parlament sich da in Zukunft wieder besser durchsetzt, möglicherweise, weil die Zustimmung zum Spitzenkandidatenverfahren steigt, wenn man es mit weiteren Reformen wie transnationalen Listen verbindet, dass dann eben auch die Medien stärker das als etwas Berichtenswertes ansehen werden, als etwas, was man einfach womit man einfach rechnen muss, dass man dann weiß, diese Personen sind die, über die man dann auch schreiben sollte. Und das, denke ich, wird dann auch dazu führen, dass die Bekanntheit der Spitzenkandidaten selbst steigt. Ansonsten denke ich tatsächlich, dass das Spitzenkandidatenverfahren auch jetzt schon durchaus positive Effekte hat, auch wenn eben ihr Potenzial noch nicht wirklich ausgeschöpft ist. Einer dieser positiven Effekte ist aus meiner Sicht die gestiegene Transparenz, die eben noch nicht hinreichend, aber eben notwendig ist für die öffentliche Debatte. Wenn man die Diskussion jetzt, also 2019, vergleicht mit der Diskussion vor der Europawahl 2004, als dann José Manuel João Barroso Kommissionspräsident wurde. Barroso hatte 2004 vor der Wahl niemand auf dem Schirm. Also das war ein Name, wenn da über mögliche Kommissionspräsidenten spekuliert wurde, vor der Europawahl 2004 dieser Name genannt. Der Name war aus dem Hut gezaubert wurde. 2014 und 2019 gab es zumindest Namen, über die man sprechen konnte, wenn man wollte. Also es gab einen großen Teil der Bevölkerung,
der nicht darüber gesprochen hat, der die Kandidaten nicht gekannt hat, aber diejenigen, die sich dafür interessiert haben, wussten doch zumindest oder hatten die Möglichkeit zu wissen, wer die Kandidaten sind, die im Rennen sind. Und gut, natürlich 2019 hat sich dann nach der Wahl erwiesen, dass es dann doch keiner von diesen Kandidaten wurde. Aber hätte man das dann auch sozusagen als kleine Stichelei gegen die Ergebnisse der Städte, hätte man vor der Europawahl 2019 gefragt, welcher Partei Ursula von der Leyen eigentlich angehört, dann hätten das vermutlich in Deutschland mehr Menschen gewusst als bei Manfred Weber, aber ich weiß nicht, ob das in den anderen europäischen Ländern die Verbindung größer gewesen wäre. Das heißt, die Option, keinen Spitzenkandidaten zum Kommissionspräsidenten zu machen, führt eben dann auch nicht dazu, dass man da eine bessere Bindung zwischen Bürgern und Parteien bekommt oder eine bessere öffentliche Debatte. Ansonsten vielleicht noch ein kleiner Vorteil, den das Spitzenkandidatenverfahren jetzt schon hatte, ist die stärkere Verbindung letztlich der europäischen Parteien, die etwas wichtigere Rolle, die sie spielen. Auch das noch eingeschränkt dadurch, dass eben die Zweifel bestanden, ob das Verfahren am Ende tatsächlich zum Zug kommen würde. Aber allein der Umstand, dass Politiker, um eben ins Rennen zu kommen, sich nominieren lassen müssen von einer europäischen Partei, dass sie deswegen strukturell abhängig werden von einem transnationalen Meinungsbildungsprozess und sich dann eben entsprechend auch einen stärkeren Anreiz haben, sich in diesem transnationalen Prozess zu engagieren. Das ist letztlich ein Novum, weil wir vor dem Spitzenkandidatenverfahren einfach sämtliche Ämter in der europäischen Politik besetzt wurden über nationale Vorschläge. Also die Parteilisten bei der Europawahl sind national. Um Kommissionsmitglied zu werden, muss man von der nationalen Regierung vorgeschlagen werden. Die Notwendigkeit, sich da europäisch zu engagieren und eben Parteiennetzwerk in der europäischen Partei aufzubauen, gab es vorher nicht. Und jetzt gibt es das zumindest für die Personen, die Spitzenkandidaten werden wollen. Und tatsächlich sieht man da auch schon konkrete Auswirkungen, etwa am Hintergrund der politischen Laufbahn, den die Spitzenkandidaten hatten, schon 2014, auch 2019, waren viele Europaabgeordnete dabei oder frühere Kommissionsmitglieder. Und davor die Kommissionspräsidenten typischerweise nationale Minister oder Regierungschefs gewesen waren. Und auch bei Ursula von der Leyen dann am Ende eben wieder ein nationaler Hintergrund gezogen hat. Aber eben das Spitzenkandidatenverfahren grundsätzlich begünstigt Menschen, die eine europäische Politkarriere hinter sich haben und macht damit eine europäische Politkarriere eben auch interessanter für Politiker, die wichtige Ämter in der EU haben wollen. Also ich denke, das ist ein mindestens potenzieller Vorteil dieses Verfahrens. Ein anderer Punkt, wo man gesehen hat, welches Potenzial in dem Verfahren ruht und das auch eben eng damit verbunden ist, dass es einen Anreiz bietet für Politiker, sich in europäischen Parteien stärker zu engagieren, ist, dass die ganze Debatte über Mitgliedschaft der ungarischen Regierungspartei Fidesz in der Europäischen Volkspartei sehr eng gekoppelt war an die Nominierung von Manfred Weber Ende 2018. Also das ist eine sehr starke Kritik im Vorfeld gab an Manfred Weber, der sich nicht hinreichend gegen die Fidesz und die Politik der ungarischen Regierung gewandt habe. Und Manfred Weber dann tatsächlich in dem parteiinternen Wahlkampf man sehen konnte, wie er sich einfach persönlich immer stärker distanziert hat von der ungarischen Regierung, indem er sich persönlich dafür eingesetzt hat, diese Debatte in Gang zu bringen und damit dann eben auch Öffentlichkeit geschaffen hat für die Frage, welche Rolle die Fidesz spielt und ob das mit den Werten der EVP übereinstimmt. Das ist, glaube ich, eine Debatte, die wir durch die Spitzenkandidaten zumindest in pointierterer Form gehabt haben, als wir sie sonst gehabt hätten. Vielleicht nehmen wir das als Übergang, um in Diskussion zu gehen zwischen Ihnen, euch beiden erst einmal. Aber gerade das, Manuel, bei dir klang's jetzt nochmal sehr deutlich, aber vorher auch schon implizit durch, aber auch an Professor Grande gerichtet. Braucht es denn überhaupt das Modell der Spitzenkandidaten? Wozu sind die gut? Was sind Stärken, die sie haben? Oder könnte man das auch irgendwie anders erreichen?
Also grundsätzlich sehe ich eine gewisse Logik hinter dem Spitzenkandidatenprozess. Eine Logik, die aus meiner Sicht dann voll zum Tragen kommt, wenn ich keine starken Parteien habe und auf Kandidaten setzen muss und wenn ich keine einheitliche Themenlandschaft habe. Unter solchen Bedingungen, eine stark fragmentierte Themenlandschaft und schwache Parteien, unter solchen Bedingungen sind natürlich können Kandidaten ein ganz entscheidendes Moment sein. Das setzt dann aber auch voraus, dass der Kandidatenwettbewerb so organisiert wird, dass die Kandidaten eine entsprechende Sichtbarkeit in der Kampagne und zwar über einen langen Zeitraum hinweg haben und zweitens, dass die Kandidaten auch tatsächlich gewählt werden können von den Bürgern. Eine der Schwächen des Spitzenkandidatenprozesses bestand ja darin, dass sie in Frankreich Manfred Weber überhaupt nicht wählen konnten. Weshalb sollten sich französische Wähler für Spitzenkandidaten interessieren, die sie überhaupt nicht wählen können? Deswegen war das ja, Herr Müller hat es erwähnt, jetzt für die Europawahl 2019 mit dem Vorschlag verbunden worden, transeuropäische Listen aufzustellen und die von den britischen Abgeordneten vermeintlich freigemachten Sitze auf diese Weise zu vergeben. All das hätte Sinn gemacht. Natürlich würden aus meiner Sicht auch Vorwahlen Sinn machen. Also Primaries, in denen die analog zu den USA, in denen die Kandidaten tatsächlich über einen längeren Zeitraum hinweg öffentlich um Zustimmung für sich werben müssen. Wir erleben das ja in diesem Jahr weniger gut als in früheren, wie auf diese Art und Weise politische Kampagnen auch Momentum aufbauen können. Und dann ist aber natürlich etwas anderes wichtig, dass derjenige, dass es auch tatsächlich einen eindeutigen Gewinner oder Verlierer gibt. Das ist das, was wir bei präsidentiellen Kampagnen auch haben. Die Schwäche des Spitzenkandidatenprozesses in einem so fragmentierten Mehrparteiensystem wie dem der Europäischen Union besteht natürlich darin, dass am Ende keiner der Parteien realistisch auf eine Mehrheit für sich rechnen kann. Das heißt, die Entscheidung, wer am Ende Kommissionspräsident wird, wird immer in Verhandlungen zwischen wem auch immer, ob es Parteien sind, ob es europäische Institutionen sind, ob es Staats- und Regierungschefs sind, schließlich getroffen. Und nie von dem Wähler selbst. Insofern ist natürlich der Spitzenkandidatenprozess, so wie er in der Europäischen Union organisiert war, bei den letzten beiden Wahlen im Prinzip eine organisierte Wählertäuschung. Den Wählern wurde die Erwartung vermittelt, dass sie darüber entscheiden, wer am Ende ein Spitzenamt belegt. Aber diese Entscheidung, das war so nicht garantiert. Das war beim ersten Mal 2014 relativ einfach, weil Juncker tatsächlich, wenn man so will, präsidentiabel war. Aber es war im Vorfeld der letzten Wahl schon sehr deutlich zu erkennen, dass es wichtige Staats- und Regierungschefs gab, die gewichtige Vorbehalte gegen ihn hatten. Und zwar nicht nur in Frankreich, sondern auch in Ungarn, aus Gründen, die Herr Müller eben auch genannt hat. Insofern hat sich dann am Ende die Kandidatenfindung nicht anders gestaltet als 2004 in dieser unsäglichen Barroso-Wahl.
Da ist am Schluss im Juli 2019 ist am Schluss auch ein Kandidat aus dem Hut gezaubert worden. Und wenn man sich in der Zeit die großen französischen Tageszeitungen angeschaut hat, dann hat das in Frankreich auch keinen Menschen mehr interessiert. Das ist nicht auf den Titelseiten gekommen, das ist relativ weit hinten gekommen. Manuel, was würdest du darauf erwidern? Und vielleicht zusammengenommen mit der Frage, die auch schon durchklang, Professor Grande hat ja gesagt, also eine Schwäche des aktuellen Systems ist eben fragmentierte Parteienlandschaft und das kann eben kompensieren, sowie keine einheitliche Themenlandschaft. Welche Rolle haben die europäischen politischen Parteien dafür und darin? Oder anders gefragt auch, ist es eine Voraussetzung, starke europäische politische Parteien zu haben, um ein erfolgreiches Spitzenkandidatenmodell überhaupt erfahren zu können? Oder ist es umgekehrt und dadurch, dass es das Erfordernis gibt, einen Spitzenkandidaten aufzustellen, wird der Druck so groß, dass die politischen Parteien sich quasi durch diese Aufgabe heraus stärker europäisieren, stärker bilden, eine Aufgabe, eine weitere Funktion erhalten? Ich denke, es ist so ein Henne- und Ei-Problem, weil natürlich braucht man am Ende die europäischen Parteien, die starken Parteien, die Spitzenkandidaten können das nicht alleine den Wahlkampf machen. Aber gleichzeitig muss der Prozess, die europäischen Parteien zu stärken, irgendwo anfangen. Und bei Spitzenkandidaten anzufangen, war, denke ich, schon ein plausibler Weg, der eben sozusagen dem Stand an Integration der Parteien, wie wir sie jetzt haben, durchaus entsprochen hat. Also eben ein Schritt nach vorne, der durchaus machbar war und der gleichzeitig das Potenzial hat, wenn ihm weitere Schritte folgen, dann eben eine Stärkung der Parteien mit sich zu bringen. Ansonsten stimme ich übrigens der Analyse ganz zu, dass diese Frage von, was bedeutet eigentlich das Spitzenkandidatenverfahren? Also wer wird denn dann eigentlich Kommissionspräsident, wenn man diese Kandidaten hatte? Dass das so ein bisschen gewissermaßen der innere Knackpunkt durchaus war und ja auch dann Streit ausgelöst hat zwischen den Parteien, dass die Europäische Volkspartei und die Europäischen Sozialdemokraten durchaus unterschiedliche Lesarten hatten. Man hat in den allermeisten parlamentarischen Systemen irgendwie ein System, in dem die Parteien im Wahlkampf sagen, wen sie gerne als Regierungschef hätten und es dann nach der Wahl eben Verhandlungen gibt für die Bildung einer Mehrheit im Parlament. Und je nachdem, wie glatt diese Verhandlungen sich dann abspielen, hat man dann entweder wie in Deutschland ein Modell, wo sich dann in aller Regel oder eigentlich immer einer der Kanzlerkandidaten dann auch zum Kanzler gewählt wurde bis jetzt. Oder man hat eben ein System wie in Italien, wo häufig dann nach der Wahl niemand der Spitzenkandidaten zum Zug kommt, weil es irgendwie ein prekärer Kompromiss gefunden werden muss zwischen Parteien, die stark auseinanderliegen und sich dann eben nur auf irgendeinen vorher zum Teil auch weithin unbekannten Kompromisskandidaten einigen können. Das war in Italien jetzt seit 10 Jahren bei eigentlich jeder Regierung der Fall. Das ist aber trotzdem ein System, das dann zwar vielleicht kritisiert wird in der Öffentlichkeit, aber das doch irgendwie anerkannt ist. Und die grundsätzliche Idee, dass die Parteien bei der Wahl mit einer Spitzenperson ins Rennen ziehen, das erscheint in Italien dann auch niemandem abwegig. Ich glaube, dass tatsächlich auf europäischer Ebene wir dieses Problem hatten, dass die europäischen Parteien, das Europäische Parlament, um überhaupt das Spitzenkandidatenverfahren gegenüber den nationalen Regierungen durchsetzen zu können, sich im Voraus darauf festgelegt haben oder vielleicht sogar festlegen mussten, dass eben nur ein Spitzenkandidat von ihnen zum Kommissionspräsident gewählt wird. Ohne dieses gewissermaßen Ultimatum hätte es einfach keine Glaubwürdigkeit gehabt, wieso sie Spitzenkandidaten aufgestellt haben. Aber eben mit diesem Punkt, es wird nur ein Spitzenkandidat Kommissionspräsident, hat sich das Parlament natürlich selbst der Kompromissmöglichkeiten beraubt. Und in dem Moment, als dann 2019 die Europäische Volkspartei mit Manfred Weber einen Kandidaten aufgestellt hatte, der für die anderen Parteien nicht unmittelbar akzeptabel war, hätten die anderen Parteien da einen Kandidaten gehabt, mit dem sie gut leben konnten, hätte beispielsweise
Webers Konkurrent in den Vorwahlen sich durchgesetzt, der bei den Sozialdemokraten Liberalen auf viel mehr Zustimmung gestoßen wäre wahrscheinlich, dann hätte ja auch bei der Europawahl 2019 das Spitzenkandidatenprinzip wieder ein Erfolg sein können. Aber eben die Tatsache, dass sich die Parteien nach der Wahl dann gestritten haben, dass sie eigentlich einen Kompromiss hätten suchen müssen, aber sich gleichzeitig der Kompromissmöglichkeiten beraubt hatten durch diese Festlegung, nur ein Spitzenkandidat kann es werden, das hat am Ende dann den Europäischen Rat wieder ins Spiel gebracht. Und ich glaube, hier ist tatsächlich so ein bisschen auch die Linie, wie man das Verfahren dann weiterentwickeln müsste, dass man eben sagt, es muss einfach politische Normalität sein, dass Parteien Spitzenkandidaten aufstellen. Ob hinterher einer von den Spitzenkandidaten auch wirklich Kommissionspräsident wird, das müssen dann die Parteien nach der Wahl entscheiden. Aber es müssen eben die Parteien sein, die im Europäischen Parlament eine Mehrheit suchen. Es können nicht die nationalen Staats- und Regierungschefs diese Frage den Parteien abnehmen, indem sie sie unter Zeitdruck setzen. Und deshalb glaube ich auch, dass die Zeitdimension so vor der Wahl um den Spitzenkandidaten mehr Sichtbarkeit geben durch einen längeren, aufwendigeren Nominierungsverfahren, als auch nach der Wahl, um den europäischen Parteien eben die Möglichkeit zu geben, einen Kompromiss zu finden, dass diese Zeitdimension eigentlich der Punkt ist, wo man am ehesten das Spitzenkandidatenverfahren, wenn man so möchte, 2024 wiederbeleben kann. Hinsichtlich der Personalien kann man natürlich die Frage stellen, aktuell, ob auch der Punkt innerer Zusammenhalt der EU da eine Rolle spielt und ob es überhaupt einen Kandidaten geben würde, der als stark empfunden wird und gleichzeitig von allen Mitgliedstaaten, sei es Frankreich, sei es Ungarn, auf der einen wie auf der anderen Seite akzeptiert werden könnte. Aber ich würde eigentlich ganz gerne mal einen Punkt aufgreifen, der in der Diskussion hier im Chat aufgekommen ist von Klaus Klipp, der, glaube ich, mittlerweile offline ist. Ich hoffe, das hat nichts damit zu tun. Aber er zieht eine andere Dimension ein, die ich etwas umformulieren möchte. Und zwar ist ja das Spitzenkandidatenprinzip nicht nur auf den Wähler gerichtet und auf den Wahlkampf gerichtet, sondern natürlich auch Ausfluss eines Machtkampfes zwischen den Institutionen. Professor Grande, bedeutet denn jetzt, dass das Spitzenkandidatenprinzip in der vergangenen Wahl nicht so zum Zug gekommen ist, wie die Parteien oder Teile der Parteien, das Parlament sich das gedacht hätte? Bedeutet das jetzt, dass das Parlament den Machtkampf gegen den Rat gerade verliert? In diesem Fall sicherlich, ja. Und der Punkt ist natürlich ganz, ganz wichtig. Als das Europäische Parlament vor der letzten Europawahl dieses Spitzenkandidatenprinzip durchgesetzt hat, da ging es natürlich nicht nur um die Rettung der Demokratie in Europa, sondern da ging es um ein Machtspiel zwischen den europäischen Institutionen, zwischen dem Parlament und dem Rat. Also im Kern um die Frage ging, wer hat das letzte Wort bei der, und zwar faktisch, nicht formal, faktisch das letzte Wort bei der Nominierung des Kommissionspräsidenten. Und das Parlament hat genau dieses Recht für sich in Anspruch genommen und sich damals zumindest vordergründig durchgesetzt, weil tatsächlich der erfolgreiche Spitzenkandidat dann Kommissionspräsident geworden ist. Das würde aber dieses Machtspiel ist aber immer an Voraussetzungen gebunden, nämlich, dass der voraussichtlich siegreiche Kandidat tatsächlich auch die Anerkennung der Staats- und Regierungschefs findet. Das war dieses Mal erkennbar nicht der Fall. Und es gibt eine zweite Voraussetzung, nämlich die, dass die politischen Parteien auch tatsächlich ihr politisches Kapital investieren in diesen Wahlkampf. Und ich habe im Chat auch eine völlig zutreffende Bemerkung gesehen. Wer hat denn ein Wahlplakat mit Timmermann und wem auch sonst gesehen? Es ist natürlich bekannt aus den Analysen der Europawahl 2014, dass die politischen Parteien nicht in diesen Prozess ausreichend investiert haben. Bei der Europawahl 2014 hat die deutsche CDU nicht Juncker plakatiert, sondern Angela Merkel. Es war die Junge Union, die Juncker plakatiert hat. Das heißt, in Europawahlkämpfen sind es eben am Ende des Tages die nationalen Parteien,
zumindest in den großen Parteifamilien, die nationalen Parteien, die diese Wahlkämpfe bestreiten und deren Anreize in einen europäischen Kandidatenwettbewerb zu investieren, sind ganz offensichtlich nicht besonders stark ausgeprägt. Sonst hätten sie in diesen Wahlkämpfen sich anders präsentiert. Sie hätten in diese Wahlkämpfe mehr investiert. Das haben sie nicht getan. Und insofern können, und die Zahlen, die wir hier sehen, die bringen das ja auch deutlich zum Ausdruck. Die sind selbst für Deutschland schwach. Und für andere, für Länder wie Frankreich und Schweden sind sie katastrophal. Über die Zahlen muss man nicht mehr reden. Da muss man auch gar keine großen Erwartungen für künftige Wahlkämpfe haben. Also die Hoffnung, dass es beim nächsten Mal besser würde. Ich sehe nicht, was in Frankreich passieren müsste. Es sei denn, Macron würde gegen Le Pen antreten als die Spitzenkandidaten der radikalen Rechten und der Liberalen auf europäischer Ebene, damit sich das ändern würde. Unter den gegebenen Bedingungen ist das aus meiner Sicht im Moment ein eher aussichtsloses Unterfangen. Manuel, würdest du sagen, es ist ohnehin eine eher deutsche Debatte, die wir da führen? Denn die Spitzenkandidaten sind ja größtenteils deutschsprachig zumindest mal gewesen. Das war auch schon in vergangenen Wahlkämpfen der Fall. Dadurch hatte das ganze Prinzip hierzulande wesentlich mehr Aufmerksamkeit, weil natürlich diese Sprachbarriere, die ja ohnehin immer sehr stark ins Feld geführt wird, als ein Hindernis, tatsächlich einen europäischen öffentlichen Raum zu schaffen, der auch tatsächlich debattenübergreifend behandelt, zu ermöglichen. Ist das irgendwie was, was wir hier irgendwie für uns diskutieren, was aber in anderen Mitgliedstaaten, Ländern, Kontexten eigentlich überhaupt keine große Rolle spielt? Also es gibt natürlich dieses, wenn man so möchte, dieses Klischee, dass Spitzenkandidaten eine rein deutsche Erfindung wären, die es in allen anderen Mitgliedstaaten nicht gäbe. Ich glaube, das ist jedenfalls in der Form, wie es manchmal behauptet wird, übertrieben, weil eben die allermeisten parlamentarischen Systeme irgendeine Art von Verfahren kennen, bei der oder irgendeine Art von Rolle von quasi wichtigster Person einer Partei im Wahlkampf, meistens bei den großen Parteien eben verbunden mit dem Anspruch, dass diese Partei dann auch die Regierung führen soll. Das heißt, das funktionale Pendant zu Spitzenkandidaten gibt es in den allermeisten europäischen Ländern. Natürlich gibt es einen Unterschied zwischen den Mitgliedstaaten bei der Frage, welche Rolle man allgemein der Idee einer Parlamentarisierung der Europäischen Union zuschreibt. Das ist eine Vorstellung, die in Deutschland traditionell einfach stärker verbreitet war als in Frankreich. Also die Idee, das Europäische Parlament müsste das Zentrum des demokratischen Lebens in der EU sein, war in Deutschland traditionell einfach wichtiger als in Frankreich, wo man stärker auf den Europäischen Rat gesetzt hat. Aber es ist eben in anderen Ländern wie Italien, ist auch die Vorstellung, dass europäische Parteien, das Europäische Parlament im Mittelpunkt stehen sollten, durchaus verbreitet. In Italien hatten auch die Spitzenkandidaten von Anfang an eine recht große Sichtbarkeit. Also die Liste der italienischen Linken bei der Europawahl 2014 nannte sich L'Alta Europa con Tsipras, das andere Europa mit Tsipras, nach dem Spitzenkandidaten der europäischen Linken. Also diese Idee, dass Spitzenkandidaten ein Weg zur Demokratisierung der EU sein können, ist aus meiner Sicht nichts, was man sozusagen typisch deutsch nennen müsste, in dem Sinn, dass es das nirgendwo anders gibt, auch wenn es sicher eine Idee ist, die in Deutschland schneller Fuß gefasst hat als anderswo. Deswegen sagte ich ja vorhin schon, dass es eigentlich bestürzend ist, dass, obwohl das in Deutschland so schnell Fuß gefasst hat, die Kandidaten eben auch in Deutschland nicht bekannt waren. Vielleicht noch eine Frage. Es gibt ja auch den Auftrag, der nach der vergangenen Wahl formuliert wurde, nach der Kommissionswahl im Europäischen Parlament, dass das Parlament ein Verfahren erarbeiten soll, wie diese Wahl des Kommissionspräsidenten in der Zukunft aussehen soll, als klaren Auftrag, um eben
ein deutlicheres, ein klareres, ein vorgezeichneteres Verfahren zu ermöglichen und natürlich auch vielleicht einen Dialog vorab mit den anderen Institutionen, insbesondere im Europäischen Rat, zu ermöglichen. Herr Professor Grande, was halten Sie von den Erfolgschancen dafür, sich da tatsächlich auf ein Modell zu einigen? Naja, ich glaube, es ist im letzten Jahr deutlich geworden, dass wir uns Gedanken machen müssen über dieses Verfahren. Denn so wie es 2019 gelaufen ist, sollte es 2024 nicht mehr laufen. Dass es 2019 so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, hatte natürlich auch damit zu tun, dass es auf der einen Seite schwierig war, unter den gegebenen Mehrheitsverhältnissen im Parlament ein eindeutiges Votum zu bekommen, für ein so eindeutiges Votum zu bekommen für einen Kandidaten, dass der Rat an diesem Kandidaten nicht mehr vorbeikommen konnte. Und dass auf der anderen Seite auch das Verfahren zwischen Rat und Parlament nicht, ich würde mal sagen, optimal justiert ist. Wenn man sich nationale Nominierungen vor Augen führt, dann wäre es naheliegend, dass das Parlament einen Vorschlag macht, den, so wie es in den Verträgen ja auch festgehalten ist, dass das Parlament einen Vorschlag macht, der von dem sichergestellt ist, dass er für den Rat auch tatsächlich akzeptabel ist und der Rat in dieses Verfahren entsprechend eingebunden ist. Das scheint mir derzeit nicht gegeben zu sein. Es ist ja klar gewesen, dass ein Kandidat, gegen den schon im Vorfeld zwei nicht unwichtige Staats- und Regierungschefs große Bedenken geäußert haben, kein optimaler Vorschlag des Parlaments ist. Insofern kann man natürlich, und an der Stelle habe ich natürlich in der Tat dann auch die Hoffnung, dass sich in der Zukunft etwas ändern wird, kann man natürlich auch Verfahren über Zeit verbessern. Aber man muss natürlich sich immer im Klaren darüber sein, dass die Mehrheitsbedingungen außerordentlich kompliziert sind, sowohl im Parlament, so wie sich die Parteienlandschaft in Europa abzeichnet, als auch im Rat. Das, was wir dort an nahezu Einstimmigkeit haben, ist natürlich eine sehr hohe Hürde. Beides zusammengenommen macht es außerordentlich schwierig. Deswegen ist es ja aus meiner Sicht so wichtig, ausreichend Unterstützung durch die Wähler zu mobilisieren in einem Wahlkampf, dass wir einen Kandidaten haben, an dem dann auch die Staats- und Regierungschefs nicht mehr vorbei können. Aber auch deshalb nicht, auch nicht zuletzt deshalb nicht vorbei können, weil er eine eindeutige Unterstützung durch die Wähler findet. Da sind natürlich 22-23% und geringe Sichtbarkeit nicht ausreichend. Ja. Herr Klipp hat jetzt im Chat seine Frage, seinen Punkt formuliert. Und schreibt, seit Ende des letzten Jahrhunderts habe es eben den Machtkampf EP Europäischer Rat gegeben, Rat der EU natürlich auch, aber Europäischer Rat ist der, auf den es hier ankommt, bei dem das EP schrittweise dem Rat immer mehr Einfluss abgehandelt habe, der Rat wiederum erstmals überhaupt nicht in den Verträgen stand, mittlerweile natürlich schon darin steht. Bei der gegenwärtigen nationalisierten EU, schreibt er, sehe ich nicht, wie man hier wieder zurückkommt. Das Europäische Parlament hatte abgehandelt, dass Kommissare durch das Europäische Parlament akzeptiert werden müssen.
Dasselbe für den Kommissionspräsidenten. Jetzt besteht der Rat, jetzt bestimmt der Rat Ende. Manuel, also ich meine, das Parlament hat natürlich immer noch die oberste Hoheit und kann alle quasi in toto ablehnen, auch wenn sie eben nicht einzelne Kommissare ablehnen. Aber ist es das, was wir vielleicht in Zukunft einfach immer wieder sehen werden, ein Showdown der Macht zwischen Europäischem Parlament und Europäischem Rat, die sich gegenseitig blockieren? Oder siehst du hier, dass es da konstruktive Lösungsansätze gibt, die vielleicht auch im Sinne eines festen Verfahrens vielleicht einen Fortschritt bedeuten könnten? Also ich glaube, dass Parlament und Rat miteinander gewissermaßen um die institutionelle Macht ringen, das ist schon sehr, sehr lange so. Also im Grunde seit Beginn der europäischen Integration hat das Parlament mehr Einfluss für sich selbst gefordert und schrittweise auch immer mehr Einfluss bekommen, aber eben nur sehr langsam, sehr schrittweise, und das musste immer wieder den nationalen Regierungen letztlich abgerungen werden in geeigneten Momenten oder durch geeignete Machtproben. Und das Spitzenkandidatenverfahren war sicher so eine Machtprobe. Deswegen gab es dann auch entsprechend Gegenwehr von Seiten einiger nationaler Regierungen. Es gab ja andere, die dem sehr offen gegenüber waren. Und 2019 hat das Parlament tatsächlich, als dann der Europäische Rat Ursula von der Leyen vorgeschlagen hat, sehr schnell klein beigegeben. Für mich kam das überraschend schnell. Ich hatte erwartet, dass das Parlament da einfach grundsätzlich einmal Nein sagen würde und dann hinterher mit dem Europäischen Rat vielleicht über Alternativkandidaten, die nicht Spitzenkandidaten gewesen waren, verhandeln würde, aber jedenfalls nicht den Vorschlag des Europäischen Rates einfach akzeptieren. Also hat das Parlament tatsächlich schnell, wenn man so möchte, kapituliert und sich dann hinterher vielleicht über sich selbst geärgert, und als dann die einzelnen nationalen Kommissionsmitglieder zur Diskussion standen, dann ja zum ersten Mal gleich drei abgelehnt und nicht wie früher immer nur einen. Also das hat dann auch ein bisschen gewirkt, als ob das Parlament dann jetzt irgendwie sich nochmal revanchieren will, was dann auch wieder nicht besonders überzeugend gewirkt hat zum Teil. Also ich glaube, dass da tatsächlich 2019 es nicht gut ausging fürs Parlament, aber ich würde das nicht als ein grundsätzliches, das Parlament hat jetzt hier verloren, ansehen, sondern ich würde eher sagen, dass das mit der besonderen Situation 2019 zu tun hat, oder vielleicht auch gar nicht so besonderen Situation, dass es im Parlament einfach extrem schwer gefallen ist, eine Mehrheit zu finden. Also dass eben das Parlament sich nicht, wie es noch 2014 der Fall gewesen war, sofort hinter Juncker vereinigt hat, um einen Spitzenkandidaten gegen den Rat durchzusetzen, sondern dass eben die Sozialdemokraten gesagt haben, nein, Weber wollen wir nicht, sondern wir versuchen, eine Mehrheit für unseren Kandidaten Timmermans zu bauen. Und dass es deshalb eine stärkere Polarisierung zwischen den Parteien gab, auch schon vor der Wahl, was ja eigentlich durchaus im Sinne von Demokratisierung der Europäischen Union und Bedeutung der Europawahl wünschenswert ist, dass die Parteien sich eben auch unterscheiden, dass sie nicht ohne weiteres bereit sind, die Vorschläge der anderen gleich mitzutragen. Aber dass eben diese Polarisierung dann nach der Wahl dazu geführt hat, dass das Parlament nicht in der Lage war, sich auf einen gemeinsamen Kandidaten zu einigen. Hätte das Parlament einen gemeinsamen Kandidaten gehabt nach der Wahl, dann den Europäischen Rat durchgesetzt hätte, weil das Parlament eben diese Machtposition grundsätzlich ja hat. Sondern ich denke, das ist tatsächlich die interne Gespaltenheit des Parlaments gewesen. Und nun ist eben die interne Gespaltenheit des Parlaments etwas, was in einem demokratischen System einfach normal ist. Die Parteien sind dazu da, unterschiedliche Positionen zu vertreten und nicht sofort in allen Dingen übereinzustimmen. Deshalb ist eher die Frage, wie schafft man es, damit dann umzugehen? Wie gibt man dem Europäischen Parlament den Raum, den sich beispielsweise nationale Parteien nach einer Wahl auch nehmen, wenn sie Koalitionsverhandlungen führen? Wenn dann eben sondiert wird, wer könnte mit wem eine Mehrheit bilden? Das ist das, was das Europäische Parlament letztlich auch bräuchte und was es nicht hatte, weil der Europäische Rat eben so schnell dann seinen eigenen Vorschlag lanciert hat. Und ich glaube, dass an dieser Stelle die einfachste Reform zunächst mal stattfinden müsste, irgendwie einen Zeitplan zu entwickeln, der es ermöglicht, im Parlament Mehrheiten zu finden. Ansonsten gibt es natürlich auch viele anspruchsvollere Reformen, mit denen man das Parlament und die Bedeutung der Europawahl stärken könnte und sollte.
Die transnationalen Listen wurden schon genannt. Aus meiner Sicht wäre es mittel- bis langfristig auch sinnvoll, die Verfahren zum Misstrauensvotum im Europäischen Parlament zu überdenken, wo jetzt sehr hohe Hürden bestehen. Und wenn man diese Idee hat, man möchte die Kommission an das Parlament binden, wie man es mit dem Spitzenkandidatenverfahren ja tut, wäre es eigentlich logisch, einfach die Hürden für ein Misstrauensvotum gegen die Kommission abzusenken, um eben auch später diese Verbindung zu garantieren. Ich denke, dass man auf die Dauer darüber sprechen sollte, ob das System, nach dem die einzelnen Kommissionsmitglieder von den nationalen Regierungen vorgeschlagen werden, tatsächlich noch zeitgemäß ist, insbesondere wenn man sowieso darüber spricht, die Kommission zu verkleinern. Also ob es da nicht auch sinnvoller wäre, ein Verfahren zu finden, wo die Kommissionsmitglieder beispielsweise einfach frei vom Kommissionspräsidenten nominiert werden. Und es gibt eine Reihe von anderen Reformansätzen, mit denen man letztlich die Europawahl stärken könnte, in einer Weise, die dann eben auch die europäischen Parteien stärker in den Mittelpunkt der demokratischen Prozesse in der EU rückt. Und ich denke, darüber sollten wir und müssen wir reden, beispielsweise jetzt im Rahmen der Konferenz zur Zukunft Europas, weil das auf die Dauer der Pfad ist, den wir mit den Spitzenkandidaten eingeschlagen haben. Also einfach jetzt da stehen zu bleiben, was wir hatten, das wird nicht genügen. Das ist natürlich letztlich die Frage auch, welche Art von Kommission möchte man haben und in welche Richtung entwickelt man sie überhaupt. Ja, also das ist eine Frage, die Föderalisten anders beantworten würden als Intergouvernementalisten. Und beide Seiten haben natürlich auch gute Argumente für ihre Sichtweise. Und Charles de Gaulle hat über die Kommission immer gesagt, apatrid, apolitik, ja, unpolitisch und quasi ohne jetzt direkt nur die Interessen der Heimat zu vertreten. Das wäre natürlich, wenn man ein anderes Verfahren findet, wäre das natürlich auch nochmal etwas, wo man einfach das Gesamtgefüge der Institutionen überdenken muss. Da spielen natürlich auch Fragen wie Misstrauensvotum etc. rein, weil das ja auch Konsequenzen für das politische System als Ganzes hat. Ich würde nochmal für eine allerletzte Frage von außen öffnen. Ronja hatte noch eine Frage zu einer YouGov-Studie. Vielleicht können wir das noch kurz aufgreifen und dann würde ich in die Schlussrunde einläuten. Ich habe tatsächlich noch eine Frage in eine etwas andere Richtung. Und zwar, mich interessieren halt sehr die Wähler bei solchen Sachen immer. Weil ich selber auch in der Politik arbeite und wir das ganz oft erleben, dass die Leute uns immer unterstellen, der Wähler hätte quasi gar nichts mehr zu sagen. Und jetzt hat ja Professor Grande vorhin auch nochmal gesagt, dass im Prinzip das ja nur so ein scheindemokratisches System wäre. Was könnte, also ja, Sie haben das natürlich nochmal in einem anderen Zusammenhang gesagt, aber was könnte man denn tun die nächsten Jahre, um da so ein bisschen gegen vorzugehen, dass der Wähler quasi die Politikverdrossenheit, die ja doch in manchen Punkten auch, gerade bei der Europawahl, die ja nicht so viele Leute interessieren, wie zum Beispiel andere Wahlen, wie die Bundestagswahl. Was könnte man tun, um die Leute wieder ein bisschen mehr zu motivieren, sich da mehr für zu interessieren, einfach auch dieses System wieder mehr zu unterstützen, weil Europa ist ja doch auch wichtig, aber ich habe oft das Gefühl, wenn man mit Wählern spricht, dass die Leute gar nicht so begreifen, dass sie eigentlich davon direkt betroffen sind, was in Europa passiert. Also hätten Sie da noch einen Weg, den man irgendwie machen könnte, gerade wenn Sie jetzt sagen, die Wahlwerbung war nicht genug und so, das sehe ich genauso, dann hätte mehr machen können. Ich komme auch aus dem Marketingbereich. Aber was gäbe es für konkrete Ansätze zu sagen, man holt die Leute wieder mehr ins Boot und gerade die Wähler und die Wählerinnen, um die es ja eigentlich geht? Das ist natürlich eine ganz prima Frage, die mich wieder zurück zu dem bringt, was ich eingangs ausgeführt habe. Eines der Hauptprobleme in der Entwicklung unserer Parteiensysteme besteht ja darin, dass aus der Sicht der Wähler es eine immer größere Repräsentationslücke gibt. Und mit Repräsentationslücke ist gemeint, dass sich die Wähler mit ihren Themen, mit ihren politischen Präferenzen nicht wiederfinden in den Themenangeboten der Parteien. Das kann man, wenn man die Wählerpräferenzen in Umfragen abgleicht mit den Themenschwerpunkten von Wahlkämpfen, relativ gut nachvollziehen. Und wir haben in unserem Projekt nicht nur die Wähler befragt für 2019, wir haben auch eine Medienanalyse des Wahlkampfes gemacht und haben uns angeschaut, welche Themen haben denn im Wahlkampf eine Rolle gespielt.
Und da werden Sie interessante Unterschiede finden. Da stellen Sie zum Beispiel fest, dass das Thema Einwanderung in diesem Europawahlkampf, in den Ländern, in denen wir es untersucht haben, kaum eine Rolle gespielt hat. Wir finden ganz andere Themen, Wohnen und so weiter wieder. Das ist kein europäisches Thema. Hat aber unter Umständen eine Rolle gespielt. Aus diesem Grund wäre für mich der Ansatzpunkt, tatsächlich den Themenbezug von Wahlkämpfen zu stärken und vor allem solche Themen, die also europäische Themen, wichtig ist, die Themen, die wir hier abgefragt haben, sind Themen, bei den Themen, die wir abgefragt haben, handelt es sich aus der Sicht der Wähler um die wichtigsten Probleme der Europäischen Union, also nicht ihrer Mitgliedstaaten und der nationalen Politik. Also solche Themen auch tatsächlich systematisch zu adressieren. Das würde aus meiner Sicht auch ein Stück weit verlangen, dass politische Kampagnen anders geführt werden, dass politische Parteien anders als im Spitzenkandidatenmodell unter Umständen eine weniger wichtige Rolle spielen als andere Mobilisierungsformen eine größere Rolle spielen. Wir dürfen nicht vergessen, die zwei erfolgreichsten politischen Kampagnen der letzten Jahre sind alle gegen beziehungsweise ohne die Unterstützung der etablierten Parteien geführt worden. Es ist zum einen die Wahl von Donald Trump in den USA gewesen, und es war zum anderen die Brexit-Kampagne in Großbritannien. Das heißt, beides hat gezeigt, dass es wichtig ist, mit Schlüsselthemen nationale politische Kampagnen mit großer Durchschlagskraft und mit großer Mobilisierungsstärke zu führen. Ich bin mir durchaus im Klaren darüber, dass die beiden Beispiele vom Inhalt und dem Ergebnis her höchst zweifelhaft sind. Deswegen muss man vorsichtig sein, was man daran lernen kann. Aber sie zeigen aus meiner Sicht schon, dass sich die politische Welt im 21. Jahrhundert beginnt zu verändern und dass sich damit nicht nur Parteiensysteme, sondern auch Parteien beginnen zu verändern und unter Umständen an Bedeutung verlieren. Wir machen uns mit Blick auf Europa immer Gedanken darüber, wie kann man europäische Parteien stärken. Die andere Frage ist natürlich, wie kann man die Anliegen der Bürger in politischen Kampagnen in dieser Europäischen Union wirkungsvoller zum Ausdruck bringen. Das ist die allgemeinere Frage. Da spielen sicherlich Parteien weiterhin eine Rolle, aber vielleicht nicht mehr genau die gleiche, die sie in den westlichen Demokratien in den Nachkriegsjahrzehnten gespielt haben. Ja, ich glaube, das ist ein sehr interessanter Punkt, der auch mit der Veränderung von Kommunikation nochmal eng zusammenhängt und ja. Sicherlich auch nochmal einer eigenen Debatte bedürfte, um da tatsächlich auch ausreichend behandelt zu werden. Wenn ich vielleicht noch einen kleinen Nachtrag machen kann. Ich war ganz kurz, als die Kampagnen zur Europawahl 2019 im Frühjahr 2018 begonnen wurden anzudenken, hatten wir eine Konferenz in Florenz am IUI. Da waren ein Mitarbeiter der Kommission, ein Mitarbeiter eines Thinktanks in Brüssel dabei, die faszinierende Pläne entwickelt haben für eine europäische Wahlkampfkampagne. Und ihr Punkt war, diese Kampagne soll ganz anders sein.
Und die haben ganz stark auf die Spitzenkandidaten gesetzt. Sie waren der Meinung, die Spitzenkandidaten sind richtig und wichtig. Und sie haben aber gleichzeitig die Position vertreten, wir brauchen eine ganz andere Art von Wahlkampf als den, den wir bisher geführt haben. Wenn man den neuen Wein in die alten Flaschen schüttet, dann kommt nichts Vernünftiges dabei raus. Das war, wenn man so will, deren Quintessenz. Im Nachgang zeigt sich, dass sie natürlich erstens recht hatten, dass es aber zweitens auch nicht gelungen ist, daran etwas zu ändern. Es gibt im Übrigen noch eine dritte erfolgreiche Kampagne, die ist meines Erachtens ein positives Beispiel, eine dritte erfolgreiche Kampagne gegen die etablierten Parteien. Und das war mal Großpräsidentschaftskampagne in Frankreich. Und das war deren Modell. Wir haben gesagt, so eine Kampagne wie Macrons Kampagne, die brauchen wir für die Europawahl. Mit einer ganz anderen Bürgerform, ganz anderen Formen von Mobilisierung. Ja, vielleicht abschließend, da auch mit Blick auf die Zeit. Ich hatte versprochen, eingangs, wir werden die gleiche Frage zum Ausgang der Diskussion noch einmal stellen. Und Lars, das kannst du vielleicht parallel einfach mal laufen lassen, während ich hier die Schlussfrage an unsere beiden diskutanten Panelisten richte. Vielleicht eine umgekehrte Reihenfolge diesmal. Anfang mit dir, Manuel. Und ich würde einfach mal ganz platt fragen, Auslaufmodell Spitzenkandidaten, haben wir denn 2019 zum letzten Mal das Modell der Spitzenkandidaten im Wahlkampf gesehen? Nein. Nein, also mit Sicherheit nicht. Alle europäischen Parteien haben ja, mit Ausnahme der Liberalen, die dem Verfahren skeptisch gegenüberstanden, aber alle anderen haben ja gesagt, es soll jetzt nicht Schluss sein. Ursula von der Leyen selbst hat gesagt, das Spitzenkandidatenverfahren muss reformiert werden, um dann aber eben wieder tragen zu können. Also ich gehe fest davon aus, da für die Nominierung des Spitzenkandidatenverfahrens nicht mehr nötig ist, als dass die Parteien Spitzenkandidaten nominieren, dass dann auch 2023 wieder passiert, unabhängig davon, was die nationalen Regierungen dazu sagen. Auf die Dauer wird, denke ich, das Spitzenkandidatenverfahren nur tragfähig sein, wenn es eingebunden ist in eine Struktur, die dann eben auch Mehrheitsbildung im Europäischen Parlament erlaubt, wenn es eben die Möglichkeit gibt, wenn das Verfahren so angelegt ist, dass dann eben die Kandidaten auch tatsächlich Sichtbarkeit bekommen. Dazu gehört natürlich, dass die nationalen Parteien es mit unterstützen. Dazu kann auf jeden Fall die Einführung von transnationalen Listen beitragen, durch die man dann eben die Kandidaten auf dem Wahlzettel wiederfindet. Und dazu kann generell eine Stärkung der europäischen Parteien beitragen. Wenn die mehr Geld haben, dann haben sie auch Möglichkeiten, einfach selbst Wahlkampf zu führen und sind nicht so stark darauf angewiesen, dass die nationalen Parteien den Europawahlkampf für sie schmeißen. Das heißt, es gibt da verschiedene Faktoren, mit denen das Spitzenkandidatenverfahren auf jeden Fall gestärkt und reformiert werden kann und muss. Aber ich denke, grundsätzlich am Ende ist es auf jeden Fall noch nicht. Und das ist eben auch gut so, da das Spitzenkandidatenverfahren letztlich ein Schritt in Richtung Stärkung der europäischen Parteien war. Und eben bei aller Skepsis gegenüber der Parteiendemokratie oder bei aller Kritik und allen Wandlungsprozessen, denen politische Parteien jetzt ausgesetzt sind, denke ich, die europäischen Parteien sind Akteure, die, also von den politischen Akteuren, letztlich gehören sie zu denjenigen, die das beste Potenzial haben, um eine transnationale Meinungsbildung in Gang zu bringen. Also beispielsweise, wenn man es auch vergleicht mit der Idee einer Direktwahl des Kommissionspräsidenten, die ja immer wieder als quasi alternative Weiterentwicklung des Spitzenkandidatenverfahrens ins Spiel gebracht wird, das würde ich sehr viel weniger positiv sehen, einfach weil Einzelpersonen
so wie das Macron und Trump auf nationaler Ebene gemacht haben, darauf angewiesen sind, dass es eben bereits eine nationale Öffentlichkeit gibt. Auf europäischer Ebene haben wir die besondere Herausforderung, dass wir diese europäische Öffentlichkeit im Grunde erst kreieren müssen. Da, glaube ich, sind die europäischen Parteien Akteure, die viel dazu beitragen können. Und eben das Spitzenkandidatenverfahren ist ein Schritt, um diese Parteien zu stärken. Und deswegen denke und hoffe ich, dass die Parteien dabei bleiben. Herr Professor Grande, teilen Sie die Einschätzung, die Annahme oder sind Sie da pessimistischer? Ja, ich will es kurz machen. Erstens, ich gehe auch davon aus, dass es auch künftig Spitzenkandidaten geben wird. Irgendjemand muss ja auf den Wahlplakaten und den Wahlzetteln stehen. Ob diese Spitzenkandidaten tatsächlich dann auch einen legitimen Anspruch auf ein Amt haben, da bin ich sehr viel zurückhaltender. Ich glaube, da hat die letzte Wahl einen erheblichen Rückschlag bedeutet. Und ohne größere Veränderungen im Verfahren wird das auch beim nächsten Mal nicht wirklich durchsetzbar sein. Aber ich würde zweitens dringend davor warnen, die Erwartungen an diese Spitzenkandidaten und diesen Spitzenkandidatenprozess zu hoch zu formulieren. In jedem Fall werden Spitzenkandidaten und die damit verbundenen Mobilisierungsprozesse nur einen begrenzten Beitrag zur Lösung der Demokratieprobleme der Europäischen Union leisten können. Ich glaube, wir sind dabei, jetzt zu viel Erwartung in ein ganz bestimmtes Verfahren, das in seinen Wirkungen begrenzt bleiben muss, zu investieren. Und ich habe die große Befürchtung, dass die politischen Parteien zu viel in eine Debatte über Spitzenkandidaten investieren und dabei aus dem Blick geraten, dass die Europäische Union in den kommenden Jahren eine Menge wichtiger Probleme hat und die Spitzenkandidaten nicht unbedingt ein Teil der Lösung dieser Probleme sind. Ich glaube, es gibt viel Wichtigeres zu diskutieren in den kommenden Jahren als Spitzenkandidaten. Lars, möchtest du uns abschließend noch das Ergebnis der Umfrage mitteilen? Wie haben wir abgeschnitten? Also das Ergebnis hat sich ein bisschen verschoben. Die Teilnahme war ein klein Tick kleiner, aber Herr Grande hat offenbar mit seinen Zahlen für, ich nenne es mal eine etwas nüchterne oder realistischere Perspektive vielleicht auch gesorgt, sodass ein paar Optimisten immer noch optimistisch sind, aber etwas weniger optimistisch. Und insofern... ihr seht es rechts unten eingeblendet, 2 Teilnehmer, 17% sind immer noch der Meinung, dass es sehr hilfreich ist. Die Hälfte aller Abstimmenden sagt, es ist eher hilfreich. Und dann die restlichen haben sich entschieden für, es ist eher nicht hilfreich. Und die Antwortoption hatten wir also bei der ersten Folie nicht. Ich kann die noch einmal einblenden, wer vergleichen möchte. Insofern hat die Diskussion, denke ich, wenn man das an diesen Zahlen festmacht, schon mal eins gezeigt, dass neue Informationen vermittelt worden sind. Vielen Dank dafür und dass das offenbar dann auch Einfluss auf die Meinungsbildung hat. Und das ist ja unser Auftrag und vielen Dank sozusagen für den guten Input. Genau, und es ist ja wie gesagt auch kein Schwarz-Weiß-Prinzip und die EU ja doch ein sehr wandelbares Wesen, dass da unsere Väter, Vorväter, Mütter und Vormütter und geschaffen haben und wir hoffentlich alle irgendwie weiterentwickeln werden und können. Und ich glaube, davon lebt es ja eben auch, dass man diskutiert, davon lebt die EU, dass wir alle miteinander diskutieren, nicht immer einer Meinung sind, aber zumindest einer Meinung sind darüber, dass es sinnvoll ist, über die Dinge zu sprechen, sich zu informieren und sich eine Meinung zu bilden. In diesem Sinne vielen herzlichen Dank an Professor Grande und Manuel Müller. Das war, glaube ich, wirklich eine sehr informierte und hilfreiche Diskussion.
es ist auch gut, dieser Tage mal auf andere Themen zu schauen und nicht nur das Thema Corona im Blick zu haben, sondern auch zu sehen, dass es doch durchaus noch andere Dinge gibt, über die sich zu reden lohnt. Insofern vielen herzlichen Dank und einen schönen Abend. Ja, ich bedanke mich für die Einladung. Und ich auch. Herzlichen Dank auch von unserer Seite. Schönen Abend allseits. Alles Gute.